Ja, das habe ich natürlich auch schon nachgeschaut. Das ist eine gute Frage, ja. Die Schulter. Rücken ist es nicht, dann sagen wir bei der Rippe in der Nähe. Bald ist Weihnachten und das Filet-Teig ist ein Klassiker. Das bringt uns zu unserer Frage. Das Filet stammt aus dem Lendenbereich des Tieres. Wo genau, zeige ich euch am Beispiel vom Rinderfilet. Das sitzt im Rücken des Tieres. Es ist durch den Rückenwirbel der Lenden getrennt und besteht aus drei Teilen. Ein Filetkopf, der wird vor allem für Chateaubriand verwendet. Ein Mittelstück, aus dem schneiden wir Tournedos. Und als drittes, der Filetspitz, den wir unter anderem als Filet Mignon verwenden. Zurück zum Filet im Teig. Für das wird das Filet vom Rind, Schwein oder Kalb mit einer Füllung in Blätter- oder Quarkteig eingepackt und im Ofen gebacken. Was die Füllung anbelangt, da gibt es die verschiedensten Varianten. Ob mit Pilz, Zwiebeln, Speck, Nüsse und Dörrfrüchten oder auch mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Da sind die Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das Filet circa einen halben Tag vorher formen und zudeckt im Kühlschrank aufbewahren. Circa 1 bis 2 Stunden vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen und mit Ei bestreichen.